Hallöchen, meine Lieben. Ich begrüße euch zum allerersten Nicht-Urlaubsvlog. Ja. Schläft er wieder ein? Er lässt sich nämlich gar nicht ablegen, deswegen habe ich gedacht, komm, jetzt habe ich lange gewartet. Dann habe ich gedacht, ich probiere es mal mit ihm, den Vlog jetzt im Abend zu starten. Die Gesundheit! Ja, bist du meine Maus? Ich muss nämlich noch einiges machen heute. Also heute ist Montag, wir sind jetzt schon eine ganze Woche zu Hause. Und wir haben der Woche eigentlich nicht gevloggt. Wir haben uns viel um Wäsche gekümmert, was halt so nach Urlaub ja, an der Tagesordnung steht. Dann haben wir auch so viele Sachen, Büro, so Arbeitssachen zu tun gehabt. Auf Instagram war ich ein bisschen aktiv, aber gevloggt habe ich nicht. Aber wie gesagt, jetzt ist quasi der erste Vlog. Und es wird wieder einen Wochenvlog nehmen. Ich werde euch ein bisschen heute durch den Tag mitnehmen und das die ganze Woche. Ich muss jetzt nämlich gleich wieder packen. Ich habe viel zu tun heute. Ich muss nämlich packen, weil der Papa, der fährt heute geschäftlich zur Hühnerzentrale. Dort gibt es eine Schulung und da fährt er heute hin. Er ist dann 2-3 Tage dort. Er hat auch in Stuttgart so eine Vorführung. Und ich bin dann auch in Stuttgart mit den Mädels, also mit dem Kleinen und mit den Mädels. Ich habe da eine Sache. Ich verrate es euch noch nicht. Und da der Papa zufälligerweise auch in der Nähe von Stuttgart ist, werden wir uns quasi dann dort treffen. Also ich fliege dann dorthin und dann treffen wir uns dort. Und ja, ihr werdet das dann in dem Vlog sehen, oder? Ja, doch, doch. Ich werde euch die ganze Woche mitnehmen. Und ja. Ich muss jetzt packen. Das ist meine ganz, ganz Priorität oben. Der Papa schneidet noch, ich glaube, am vorletzten Urlaubsvlog. Dann müssen wir kurz los, für mich ein Parkticket zu holen für den Flughafen. Beim MTC, weil wenn man, ich werde ja fliegen nach Stuttgart und muss das Auto dann halt dort parken. Und das bin ich, wenn ich so eine Parkkarte vom ÖAMTC hole. Vielleicht kennt ihr das noch nicht, also weil ihr aus Österreich seid und ÖAMTC-Mitglied, oder geht es auch ohne Mitglied? Keine Ahnung, ich glaube, es geht auch ohne Mitglied sein. Da kann man sich dort eine Parkkarte holen, dann kann man, ich glaube, um 50% günstiger beim Flughafen parken. Also richtig cool. Ja, und sonst muss ich noch irgendwas machen. Also ein paar Sachen einkaufen für den Papa, für die Fahrt. Will er sich so Getränke mitnehmen, was zum Essen, weil er fährt ja schon 7 Stunden nach Stuttgart. Deswegen, ja, das muss man machen und packen. Aber das machen wir jetzt gleich. Also, let's go. So, ich habe mich jetzt ein bisschen vorbereitet. Ich habe alles hier. Und ich packe für uns jetzt auch schon, da der Papa unsere Klamotten mitnimmt. Weil er fährt mit dem Auto, das ist irgendwie chilliger. Da muss ich mich nicht blöd mit dem Koffer herumquälen. Er holt uns sowieso vom Flughafen ab. Deswegen ist eh wurscht. Das kommt nur raus, wenn 000 ist, oder? Alles klar. Hier. Wieso kommt das nicht raus? Bebe? So. Wieso mach ich das? Live on camera. Warum kannst du nicht da? Ich wusste nicht, dass man so Klick-Klick machen muss. Es ging eigentlich nur um das. Wieso? Ey, pass auf, die Räder werden ja mal am Boden. Aber ich war schon vorhin im Bett. Sorry. Wo ist deine Zahnbürste? So, immer muss ich packen. Es ist bei uns immer so, dass, also ich bin hier der Kopf, aber ich will auch packen, weil wenn dann irgendwas fehlt oder so, dann könnt ihr euch vorstellen, dass ich stinkig bin. Deswegen pack lieber ich. Gibt es auch kein Drama. So, ich habe für mich eine lange Hose eingepackt, weil in Italien hatte ich keine lange Hose dabei und, also ich hatte schon eine Hose dabei, lange, aber keine Ahnung, mir war halt voll kalt und ich hatte kein Sweater. Stimmt, Sweater. Da brauchen wir sicher auslachen. Aber ich bin eine Frostbeule. Mir ist eigentlich immer kalt, ja? Deswegen brauche ich einfach etwas, ja, damit mir nicht kalt ist. So, ich nehme mir auch eine weiße Bluse mit.
weil ich noch nicht genau weiß, was ich zu dem Event anziehen werde. Also entweder mein gelbes Kleid oder Bluse mit Jeans. Mal schauen. So, dann brauche ich ein Schlafshirt. Hoffe, ich kriege das alles rein. Na, der Papa hat schon ein bisschen mehr Sachen, weil der ist ein paar Tage länger dort. So, mein Schlafshirt. Das sind Michelles Sachen, die hat sich das brave Mädchen schon gepackt. Da brauche ich das nur reingeben. Für Luisa habe ich auch ihre Sachen schon vorbereitet. Und die Wäsche wäre schon mal fertig. Dann habe ich so eine Sprühtruhe hier für die Mädels und mich. Eine Haarbürste gebe ich dem Papa schon mit, also für uns. Dann sein Deo. Mein Deo gebe ich ihm natürlich nicht mit, weil... Oder könnte ich ihm mitgeben? Auf jeden Fall packe ich mein Parfum ein und sein Parfum. Und eine Tagescreme. Zahnbürste für den Papa. Wir müssen unsere dann so mitnehmen. Schlafsachen. Dann für die Kleinen. So. Diese zieht er an. Das Kleid kommt noch rein. Wäre eigentlich fast fertig. Ach, da die Geräte. Gerät fürs Handy. Sonst fällt mir die nichts ein. So. Und es wäre jetzt eigentlich schon fertig. Koffer muss noch zugemacht werden und es wird uns reichen und auch ihm. Ja, jetzt ist mir voll heiß. Es ist wieder so schwül bei uns. Als wir in Urlaub waren, hat es geregnet und jetzt hier ist es super heiß. Ja, aber kann man nichts machen. Wir haben trotzdem einen schönen Urlaub gehabt. Es war jetzt nicht die vollen Tage voll heiß, aber es gibt auch mal solche Urlaube, deswegen war es jetzt überhaupt nicht schlimm. Wir haben uns anderweitig schön beschäftigt und ja, egal, zurück zum heutigen Tag. Ich habe noch einiges zu tun, müssen noch fertig machen, ich habe noch einen Kinderarzttermin mit den Mädels. Papa fährt dann auch, weiß ich noch nicht wann, müssen wir sprechen. Einkaufen müssen wir auch noch für dich, wenn Getränke. Wenn ich den Kinderwagen mitnehme? Nein. Wieso? Bei der Mama denn da? Schwerst du deinen Flugzeug oder hast du den Kinderwagen? Ja. Kinderwagen im Flugzeug? Stimmt, dann nimm du den Kinderwagen mit. Das ist eine gute Idee. Also den Buggy. Wozu brauchst du den Kinderwagen? Ja, für dort. Herumspazieren. Wo? Dort? Ja. Komm rein. Musik. Mach den. Das ist ein Geheimnis. Wo dort? Nein, es geht um die Musik. Ums Lalelu. Aber wo bist du dort? Nein, in Stuttgart. Ja, eben. Deswegen nehme ich den mit. Stimmt, aber am Flughafen? Muss ich den Kleinen die ganze Zeit in der Trage tragen? Das ist ein paar Meter? Schatzi, ich bin 2 Stunden dort. Wo? Am Flughafen. Aber du bist nicht 2 Stunden herumlaufen. Sondern du gehst rein, dann setzt dich hin. Okay, dann... Kannst du Brust geben? Na gut, wir werden schon sehen. Welche Brüste? Nein! Welche Brüste wissen wir schon. So, wir müssen uns jetzt fertig machen. Also ich, weil ich bin ja noch im Zuhause-Klamotten. Meine Lieben, der Papa verabschiedet sich. Lass das, wie du hast ausgestattet. Okay, soll ich weiterlaufen? Ja, das ist hast du Kuss angegeben? Hast du? Komm, gibst du dem Papa einen Kussi? Luisa auch? Papa Kuschel geben. Die Lara kaut noch. Tschüss. Geh, gib's her, Michelle, wenn das so schwer ist. 3 Tonnen schwer ist. Kannst du mich anschnallen? Oh, Schätzi. Wenn du zu mir kommst, der Papa wird dich dann anschnallen. In einem Zucker. Du sagst, oh, die Hunde hast du nicht geküsst. Ich glaube, die Nachbarn nicht küssen, ja. Ob das nicht gleich ein bisschen komisch rüberkommt? Ob das nicht komisch rüberkommt, wenn du die Nachbarn küsst, aber weiß ich nicht. Was denn? Und jetzt meine Frau. Fahr vorsichtig, ja. Ja. Willst du die Hunde auch noch küssen, oder? Nicht mehr, die Hunde, die stinken und der Mund auch ziehen. Tschüss, Sophie. Pass auf beim Autofahren, ja? Ist der Mann im Haus? Du bist Le Mann. Der Stingerkeber im Auto. Kommt vielleicht daher? Hm? Dürü. Tschüss. Tschüss, Maus. Bye. Guten Morgen, meine Lieben. Wir haben heute schon Dienstag. 6 Uhr circa. 6.12 Uhr.
habe jetzt die Hunde schon mal rausgebracht zum Pischi machen, also noch ein bisschen in den Garten. Und ja, jetzt werde ich sie gleich füttern. Bella und Goldi warten schon. Die anderen sind noch hier. Die knabbern an seinen Knochen. Ja, auf jeden Fall ist der Papa gestern um 10 ungefähr schon in Deutschland in seinem Hotel angekommen. Er hat ein richtig kleines Zimmer bekommen. Also, ist wahrscheinlich normal so. Aber es sieht irgendwie komisch aus. Wenn wir so immer große Zimmer gewöhnt sind, dann hat er so ein kleines Zimmer mit seinem Einzelbett. Aber es schaut auf jeden Fall super schön und gepflegt aus und so. Aber es ist so klein, es ist so scheiße ohne euch. Und man hat halt in einem Hotel immer dieses Urlaubsfeeling. Aber wenn man geschäftlich unterwegs ist, dann ist man ja halt allein. Ja, auf jeden Fall ist er heute in Deutschland beim Hühler. Dort gibt es halt so Schulungen und lernt man halt. Abgesehen davon, dass man lernt, wie man den Hühler richtig gut bedient, lernt man dort auch die richtige Präsentation beim Kunden. Und ja, das macht er heute dort und morgen. Und er bleibt eine Nacht länger, weil er auch eine Vorführung hat. Das heißt, er fährt auch zu einer Kundin und zeigt ihr den Hühler. Ja, ich fliege dann am Donnerstag hin, am Abend. Und ja, das wird ja dann easy. Am Donnerstag? Doch, am Donnerstag. Weil am Freitag bin ich auf einem Event mit Michelle, La Luisa und Philipp, den nehme ich natürlich mit. Und der Patrick, das habe ich gestern nicht gesagt, ist mir eingefallen. Der Patrick, der kommt nicht mit, er hat da keinen Bock. Und ja, zweitens hat er ja die Aufgabe, auf die Hunde aufzupassen. Aber abgesehen davon, also er hätte auch keine Lust gehabt mitzukommen. Deswegen haben wir gesagt, okay, passt, dann passt du halt auf die Hunde auf und gehst mit denen raus und so. Weil sonst hätten wir halt die Hunde versorgen müssen, die Tiere grundsätzlich. So, jetzt gibt's mal Futter. So, meine Lieben, die Tiere sind versorgt, alle haben was gegessen, alle waren draußen, die zwei Mädels sind auch wach, also Lara und Lisa, der Kleine ist auch wach, werde jetzt auch mein Bett machen. So, die Kinder haben Hunger, ich muss aber zuerst das Bett machen, weil das nervt mich. Du hast auch Hunger, natürlich. Ich muss immer zuerst das Bett machen, weil das nervt mich. Ich kann das nicht aufstehen, wenn das so ausschaut. Und dann ein bisschen so die Kissen richten, das zuziehen. So, das Bett ist jetzt gemacht. Ich muss mich auch noch hier richten, ein bisschen. Zumindest mal die Haare bürsten. Der Patrick und die Michelle sind auch schon wach, die habe ich jetzt auch aufgeweckt, weil, ja, damit sie mir helfen, damit hier was weitergeht. Ich muss ja nämlich noch zwei Videos schneiden und hier den Tisch sauber machen, den Kindern was zum Frühstücken geben, davor natürlich, bevor ich jetzt zum Videoschneiden beginne. Und ich werde jetzt meine Haare nicht bürsten, sondern werde jetzt wirklich tatsächlich mal den Tisch abräumen. Das ist mal wichtig. Ja, let's do this. Entschieden, dass sie Porridge essen wollen und das werde ich jetzt gleich zubereiten. Ich wollte jetzt zuerst einen Thermomix machen, aber diese Rezepte sind viel zu aufwendig, da sind viel zu viele Sachen drinnen, die Kinder gar nicht essen, deswegen mache ich ein ganz simples, wie wir es immer machen, Porridge, also Haferflocken, eine Milch, also ich nehme mal so Haselnussmilch und Banane. Das ist einfach ganz simpel, das essen die am liebsten, sie machen das. Kleine ist zum ersten Mal Porridge, aber es scheint ihm zu schmecken. Ja, ich möchte das.
Oh, da rinnt ja was raus. Okay, lecker, ist etwas anderes aus, aber es schmeckt ihm wirklich. So, meine, ich habe mir jetzt einen Kaffee gemacht. Ich glaube, es ist jetzt 9 Uhr. Ja, 10 Uhr. Mein erster Kaffee. Ich bin jetzt endlich dazu gekommen, mir den zu machen. Der Kleine, der schläft jetzt. Ich habe ihn jetzt gestillt und jetzt schläft er. Die Lara spielt Nintendo und die Luisa spielt Playmobil. Nintendo Switch spielt die Lara. So. Und ich gehe jetzt Video schneiden. Die Michelle ist jetzt noch mal kurz zu den Hühnern und Enten gegangen, denen was zu essen zu geben. Da war der jetzt aber eh schon gefüttert. Ich habe jetzt voll vergessen, dass ich ja heute ein bisschen vlogge. Ich habe mich jetzt fertig gemacht, angezogen, Videos abgeloadet. Die Kinder sind alle fertig, angezogen und wir fahren jetzt zu meiner Freundin. Das habe ich euch ja erzählt. Buddy hat mir nur geholfen, die Kleinen anzuschnallen. Und jetzt fahren wir los. Du bist noch nicht angeschnallt, mache ich gleich. Na gut, mein Lieben. Ich fahre jetzt zu meiner Freundin Bibi schauen und wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen, ihr Lieben. Heute ist Donnerstag. Bedeutet, heute fliegen wir nach Deutschland. Ich freue mich schon so, endlich den Papa wieder zu sehen. Ja, der ist ja schon in Deutschland, habe ich euch erzählt. Der ist in der Nähe von Stuttgart. Also der ist auf jeden Fall beim Hühner. Also beim Hühler in Altdorf. Altdorf heißt das? Oder Altendorf? Ich glaube Altdorf. Weil er hat dort so eine Schulung, 2 Tage lang. Und er hat heute auch eine Vorführung. Die Leute, die mir auf Instagram folgen, die wissen vielleicht schon, was eine Vorführung ist. Für die anderen erkläre ich es nochmal kurz. Das ist einfach für die Leute, die einen Hühler bei uns kaufen wollen, aber den Hühler quasi nochmal sehen wollen, nochmal den gezeigt bekommen wollen. Dafür sind die Vorführungen. Da fährt der Papa zu den Leuten nach Hause und zeigt den, präsentiert den mit all seinen Vorteilen. Also falls ihr eventuell auch mal eine Hühler-Vorführung haben wollt, das bedeutet, ihr möchtet das... Also ihr möchtet den Hühner kaufen, seid euch aber noch nicht so ganz sicher, dann meldet euch bei uns. In der Infobox ist eine E-Mail-Adresse, auch unser Instagram-Hühner-Account. Über den könnt ihr euch gerne melden oder wie gesagt halt über die Adresse unten in der Infobox. Ja, und dann muss ich so einiges fertig machen, bis unser Taxi uns abholt. Ich weiß gar nicht mehr, habe ich das erzählt? Ich wollte ja eigentlich hier mit dem Auto zum Flughafen fahren, dort parken. Aber das habe ich jetzt über Bord geworfen. Wir werden mit dem Taxi fahren, weil das günstiger ist. Aber ich weiß gar nicht mehr, ob ich euch das überhaupt erzählt habe oder so. Es ist auf jeden Fall günstiger, weil ich ja dann nicht mehr zum Flughafen, also vom Flughafen nach Hause fahren muss mit dem Taxi, sondern wir fahren ja mit dem Auto nach Hause. Deswegen ist es eigentlich so gerechnet günstiger. Ein Taxi holt uns ab, fährt uns zum Flughafen. Zum Essen habe ich für den Patrick auch schon gesorgt. Ich habe mir so Sachen gekauft, kann ich euch zeigen. Also ich habe den Patrick so Sachen gekauft, wie zum Beispiel sowas, Uncle Ben's Reis, der ist schon fertig. Der muss noch 2 Minuten, glaube ich, in der Mikrowelle oder im Topf aufgewärmt werden. Also einmal so einen mediterranen und ein Curry Rice. Dann habe ich ihm auch sowas gekauft, der macht sowas da gerne. Macaroni und Cheese, da muss man gleich nur Wasser reinschütten, genau. Und einmal Nudeln mit grünem Curry und Kokos. Patrick mag übrigens sehr Curry, wie man erkennen kann. Und außerdem ist der Kühlschrank, ja auch hier, Tiefkühler ist voll. Chicken Nuggets gibt es noch, Fleisch gibt es noch und der Vater kennt sich eher aus meinem Herd, der ist ja ein großer Junge. Und dann habe ich ihm noch ein Ding gekauft, so eine Pizza, Teig, Salami haben wir zu Hause, Käse haben wir. Also... Der Junge wird mir nicht verhungern, deswegen kein Problem. Gestern waren wir auch testen und also weil ich bin zwar geimpft, also ich habe aber nur die erste Impfung und ich glaube für Fliegen braucht man entweder beide Impfungen oder muss man sich vorher noch testen. Aber ich habe mich getestet und die Kinder auch, also die Michelle und die Lara musste ich testen, weil die Lara schon 6 ist und Michelle nur sowieso und die Luisa und der Philipp müssen nicht getestet werden. Na, logisch. Und Schuhe habe ich mir gestern auch gekauft, so Latschen, zeige ich euch ganz süß. Also diese hübschen Schüchen habe ich mir gekauft. Und so viel, das sind meine. Nein, bitte nicht, ich habe mich vorhin eingeschmiert. Immer wenn ich Creme auf den Füßen habe. Bella? Mio, mio. Safi, hey, den brauche ich noch. Bella. So, den Hunden hier kann man gar nichts zeigen.
Ich habe mir neue Schuhe gekauft. So, wir haben es jetzt endlich mal mit der gesammelten Mannschaft in die Küche geschafft. Was macht sie, Michelle? Macht sie Schabernack? Die Michelle macht Schabernack. Alles klar, wenn der Papa das sieht. Ja, wir frühstücken auf jeden Fall. Die Kinder hatten wieder einen Pudding, also einen Joghurt. Die Lara ist Cornflakes, der kleine Philipp hat eine zermatschte Banane mit Babykeks. Und die Michelle hat auch Cornflakes gegessen und sucht jetzt noch nach was Essbaren oder was. Wir haben Salami, Schinken. Doch, auf Backbrötchen. Sollen wir machen? Na gut, machen wir Ofen an. So, meine Lieben, jetzt kickt der Stress richtig rein bei mir. Ich bin so hibbelig. Ich habe jetzt noch lange Zeit am Computer was abgearbeitet, habe die kleinen Kinder noch alle geduscht, Fingernägel geschnitten, also richtig fresh gemacht. Und jetzt koche ich was für den Patrick. Also ich habe ihm ja schon einige Sachen gekauft, die er sich super einfach schnell zubereiten kann. Trotzdem wollte ich ihm für heute in Thermomix, ich glaube das heißt Spaghetti alla Rabbiata, One Pot Spaghetti alla Rabbiata. So schaut das aus und das werde ich ihm gleich zubereiten. Das ist easy cheesy gemacht. Ich habe mir schon alle Sachen hier vorbereitet. Schaut mal bitte die kleine süße Lara, die vermisst deine Mama ganz toll, gell? Und deswegen hat sie mein Bild gemalt, schaut mal. Und also zuerst ein Herz hier drauf und schaut mal, das ist der Papa, das ist blaue Augen, weil der Papa blaue Augen hat, gell? Ja. Und ich habe ein Bart gemalt. Sehr schön, du bist so süß, Lara. Gut. Ja, pack's ein. Ich bin gestresst, aber fürs Vloggen muss noch Zeit ein bisschen reichen. Wir werden jetzt abgeholt. Wir müssen jetzt zum Taxi runter. Michelle, was hast du genommen? Na, den sieht's nicht mehr nicht mehr mit. Das ist so stressig. Okay. Ja, wir fahren jetzt. Wir fliegen jetzt mit. Wir fahren mit Fluxen. Gib sie bitte dem Patrick noch ein Tschüssi. Wir fahren mit Fluxen. Ja, tschüss vom Patrick. Achso, ja, okay. Okay, kommt hier. Geh mal. So, wir sind jetzt hier beim Flughafen. Ich schnalle mir jetzt die Trage um und packe die Kinder aus. Und falls ihr mal ein richtig großes Taxi sucht, zum Beispiel so wie dieses hier, dann schreibt mir. Ich gebe euch die Daten von dem ganz netten Taxifahrer, der ganz viele Kinder hier eingepackt hat. Vielleicht will er mal winken, das war ganz lieb. Und ja, wir müssen auf jeden Fall jetzt raus und zum Check-in. Hier ist auf jeden Fall richtig was los, sage ich euch. Schau dir mal diese fette Schlange an. So, wir haben es jetzt geschafft. Check-in ging eigentlich jedoch recht flott und Sicherheits. Wie heißt das? Check war auch ziemlich schnell. Alles okay? Die Kinder sind jetzt hier in diesem Spielplatzbereich am Flughafen. Wie muss ich hier ihre Trage? Wir haben es geschafft. Wir haben schon onboarded. Michelle hat richtig nice Schuhe, schaut mal, von Tommy Hilfiger. Michelle ist die coole Sache. Freust du dich? Jetzt gehen wir durch diesen Tunnel, weißt du? Und den Kleinen habe ich mal aus der Trage rausgenommen, weil er wollte nicht mehr in die Trage hängen. Wie so eine Schürze. Michelle? Du bist schon groß, fliegst du alleine? Lara, wir tauschen dann. Ja, ich sitze mit Philipp hier, aber warte mal, dass alle Leute einsteigen. Und so. Wollt ihr eure iPads haben? Ja! Die Kinder ganz entspannt mit ihren iPads. Ist nicht. Wir fahren schon. Ja. Jetzt kommen wir auf diese Bahn, wo wir dann ganz schnell fahren, wisst ihr? Ja. Wir müssen ganz schnell fahren. Die Luise. Meine Kinder sind super brav, die schauen nur aufs iPad. Der Kühling ist ein bisschen wurmelig. Aber auch super brav eigentlich. Das zeige ich mal einfach mal Lee. Was ich euch zeigen wollte, ist, schaut mal da aus dem Fenster. Ist es dunkel, wolkig. Hier,
gelandet, meine Lieben. Wieder 50 Grad auf die Unterseite. Ja, genau. Sollen wir uns kommen gehen? Hast du den Papa schon gesehen? Ja. Wo ist der Papa? Da. Da! Da ist der Papa! Wie ist er? Papi! Ja, mit Glück! Du machst es schwierig mit Küssen. Hallo? Das ist für dich. Oh, du bist der Beste. Geht's dir? Tauschen wir Tasche gegen Blumen? Okay. Oh, du bist ja wieder zum Spielplatz. Mama, ich liege nicht da. Und dann gehen wir. Aber es kann eigentlich sein. Seid ihr noch da, oder? Noch nicht, guck die Sache, wenn du gucken darfst. Da, Luisa. Warte, lass Luisa zuerst. Aber jetzt kannst du gucken. Oh. Du musst lesen. Du musst lesen. Was? Weil ich hab die Papa. Ja, das ist ein Papa. Papa, ich liebe dich, Luisa. Papa. Ich habe eine Banane. Für Papa. Ich habe eine Banane gemalt. Banane gemalt. Und was ist das hier? Papa. Oh. Das ist eine Banane. Wo waren die denn da? Ja? Wir waren im Flugzeug gefahren. Ich bin im Flugzeug gefahren. Okay, okay. Wir waren, wir waren mit dem Flugzeug. Komm, Lara, Lara, du bist dran. Oh, ich habe dich vermisst, Papa. Aufmachen. Oh, das ist so schön. Komm. Hast du den Bad gesehen, komm Mama? Her, Lisa. Komm her, Michel. Wo ist er? Nein. Oh, Papa, das siehst du. Das siehst du, Mama. Das geht nicht. Na komm, fahr mal. Hier riecht es nach Zigaretten, oder? Ja. Komm, du musst die Maske aufziehen, sonst werden wir hier verhaftet. Ja, wegen mir kommen die alle jetzt. Ja. Keine Maske. Okay. Dankeschön. So, meine Lieben, wir sind mit dem Papa. Ja, ich glaube, der Papa hat jetzt ganz viele Flugzeuge gesehen, oder? Sehr viele. Wie lange bist du schon da? Jetzt vor 10 Minuten. Echt? Ich habe mich verfahren. Papa, durch dein Navi. Aber der Papa hat Navi, kann nicht Navi lesen. Hören. Wir fahren jetzt auf jeden Fall zu unserem Hotel und oder vielleicht wollen wir was essen, wäre auch cool. Ich hab Hunger. Du hast Hunger. Im Hotel gibt es auch ein Restaurant. Ist das noch offen, oder was? Die ist 0 Uhr, glaube ich, hat er gesagt, oder bis 22. Problem ist jetzt, um diese Uhrzeit ist es ziemlich schwer, was zu finden. McDonald's? Na, die sperren alle zu. Hä, wieso? Bei uns hat McDonald's bis 0 Uhr offen. So, wir sind jetzt in einem der Zimmer. Hier schläft Michelle und Lara. Und wir gehen dann auch in unser Zimmer gleich, okay? Mami, schau mal, hier ist ein Boden. Was? Am Boden? Hier ist ein Hund. Ja. Niemand geht das hier. Kann man Licht anschalten? Mami, ein Badezimmer, Mama. So, jetzt sind wir in unserem Badezimmer. Ja, warum riecht sie übrigens nicht? Also, du musst vielleicht die Karte reinstecken. Jeder kann da die Luisa schlafen. Ich? Ja. Und hier schlafen Mama aber und Papa. Nicht, aber wo ist denn der Richard? Mama finde ich nicht alleine. Aber du schläfst hier mit Mama und Papa. Hallo? Ja. Aber was ist das? Schatz, ich glaube, dass du alleine in einem von diesen Betten schlafen musst. Hi. Hi, Tücke mal. Sie war geworden. Was nur die Klima einschalten. Ich weiß nicht, wie man das Licht einschalten. Schau, sie legt die Blumen da hin. Dabei. Darfst du sie nicht mehr? Was soll ich sie jetzt machen? Brauchst du sie nicht mehr? Da war er, kauft mir Blumen und stellt sich vor, dass ich so herumlaufe. Oder? Hat er doch einen Lichtschalter und weißt du, was er einschaltet? Haben wir hier kein Licht? Wir haben uns jetzt eine Pizza aufs Zimmer bestellt, weil es nichts mehr zu essen hier gab. Alle schmatzen hier. Lara, das ist ekelhaft. Hasse Schmatzen. Und ja, wir werden uns auf jeden Fall die Pizza schmecken lassen. Was ist mit euch hier, Schmatzkönigin? Ja, ich bin müde, zickig und hungrig. Ich bin müde und nix. Ja, deswegen, gute Nacht, mein Lieben. Wir sehen uns dann.
Wir nehmen euch morgen ein bisschen mit und so in Stuttgart. Und deswegen, tschüss, bis morgen.